Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Miron hat ja eben angerufen, dass Sie so jetzt so spontan, vielleicht fühlen Sie sich auch gerade im Moment überrumpelt, aber ich war jetzt bei Ihren Nachbarn, weil der Sohn, der Ilja, den kennen Sie ja auch, ne? Ja. Halt in der letzten Zeit sehr viele Verhaltensauffälligkeiten gezeigt hat. Ne? Also er wirkt sehr eingeschüchtert, sehr isoliert. Ne? Und ich habe jetzt mit dem Jungen gesprochen und es hat sich... Naja, er hat es auch so benannt, dass er von Otis sehr stark geärgert wird, auch geschlagen wird. Und er vermeidet es auch, in der letzten Zeit auf Otis zu treffen. Er will ihn gar nicht sehen. Gar nicht so bewusst, um Gottes Willen. Mhm. Otis macht sowas nicht. Otis, kommst du mal bitte? Ich hab Bock. Otis? Ist das hier so? Komm mal bitte her. Mhm. Kann mich konzentrieren. Ist doch jetzt nicht. Mhm. Ist das... Der ist in letzter Zeit, okay, komisch drauf, aber ja? Dass er sowas machen würde, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Was heißt jetzt komisch drauf? Kennen ist aggressiv auch schon so von seinem Verhalten her. Ist also schon auffällig, wie er einem so gegenüber auftritt. Haben Sie mal mit ihm darüber gesprochen, oder? Nee, wir dachten, vielleicht ist die kleine Schwester der Grund, aber... Ach so, ach so. Aber vielleicht. Ah ja. Ach so, er hat jetzt eine kleine Schwester bekommen. Herzlichen Glückwunsch, danke. Und dass er sich vielleicht da ein Stück vernachlässigt fühlt? Haben wir uns vielleicht vorgestellt, dass es so sein könnte. Ah, okay, gut. Also wenn Sie mir das erlauben würden, würde ich gerne mal mit Otis mich vorstellen, mal mit ihm sprechen, weil ich mir auch vorstellen kann, selbst wenn die Situation so ist und da ist klar, dass Sie als Eltern da erstmal sagen, es kann nicht sein. Ne? Muss ja auch bei Otis irgendetwas vorliegen oder irgendein anderer Druck sein, dass er sich so draußen verhält. Das wäre auf jeden Fall ein guter Anfang mal, dass da was passiert. Ja. Gut, dann gehe ich mal zu ihm rüber, ja? Schau mal, ob ich ihn erreichen kann. Okay. Hallo, Otis? Hallo. Was spielst du da? Ein Spiel. Spielst du denn viel damit? Fast jeden Tag. Gehst du denn nicht raus oder so? Beschäftigst du dich hauptsächlich damit? Nee, ich zock meistens nur rum. In deinem Zimmer? Warum? Das macht mir halt Spaß. Mhm. Wie ist das denn? Du hast jetzt gerade ein Schwesterchen bekommen, ne? Und? Mhm. Ich finde es ganz toll. Ja? Ist das nicht so, dass du dich irgendwie zurückgesetzt fühlst oder alles doof ist, weil die nur schreit oder so? Also, meine Eltern haben halt nicht mehr so viel Zeit für mich, aber ist nicht so schlimm. Mhm. Und dann bist du viel auf deinem Zimmer und dann zockst du viel und... Ja. Mhm. Und triffst du dich dann mit Freunden oder so? Ich habe nicht so viele Freunde. Hm. Aber den Ilja, den kennst du doch, ne? Ja. Und wie ist es mit ihm? Triffst du dich dann öfter mit Ilja? Im Moment nicht. Also schon. Mhm. Aber halt, wir sind nicht wirklich Freunde. Nee, warum nicht? Die Eltern von Ilja haben mir erzählt, dass ihr eigentlich immer sehr viel Zeit miteinander verbracht habt. Auch deine Eltern eigentlich. Aber in der letzten Zeit ist das irgendwie nicht so, ne? Ja. Weißt du was? Ich würde gerne den Ilja dazu holen und auch seine Eltern. Und dann würde ich gerne mit dir und Ilja draußen im Garten, wenn deine Eltern das erlauben, eine Aktion machen. Okay. Ja? Ja. Rosella Blumenthal möchte sowohl die Ursache für Otis aggressives Verhalten ergründen, als auch Ilja die Chance geben, sich gegen seinen 2 Jahre älteren Freund zu behaupten. Das Ergebnis dieser Konfrontation überrascht nicht nur die Therapeutin. Schaut mal jetzt, weil das hier ist unser Schutzraum, okay? Und in diesem Schutzraum ist jetzt erlaubt, mal in eine Aktion zu gehen, ja? Stellt euch mal Rücken an Rücken zueinander, so dass ihr euch nicht sehen könnt. Ilja, du fängst an. Und zwar, hör zu, du fängst erst einmal an, körperlich den Otis wegdrücken zu wollen. Ja? Und der Otis, der hält dagegen. Okay? Und dann schaust du, was da kommt bei dir.
Ich leite dir das an. Ich sag dir, wenn es Zeit ist. Okay? Okay. Auf los geht's los. Und los, Ilja. Wenn du hier bist, um mich zu schubsen, dann hau ab. Ja, stell dich ein bisschen weiter. Stell ein bisschen. Wenn du hier bist, um mich zu beleidigen, dann hau ab. Nein, ich bleib hier. Wenn du hier bist, um mich anzumachen, dann hau ab. Otis, jetzt bist du an der Reihe. Wenn du so blöd bist, dann hau doch ab. Otis, schau mich mal an. Was ist los? Nichts. Aber irgendwas passiert doch jetzt gerade mit dir, wo du das gehört hast, was Ilja alles gesagt hat, oder? Nee. Mhm. Aber es geht hier gar nicht gut damit. Es ist aber nichts. Mhm. Komm mal her, setz dich mal hier hin. Genau, Ilja, setz du dich mal darüber. Wie war das denn jetzt für dich, als der Ilja dich so versucht hat wegzustemmen und dir gesagt hat, ne, wenn du so gemein bist und mich zu ärgern, dann hau ab? Nicht so toll. Mhm. Warum nicht? Was passiert da mit dir, wenn du das nicht so toll findest? Ich bin immer schwächer geworden. Ja, das ist mir aufgefallen, ne? Warum? Also, mein Vater hat mich einfach in den Sportverein angemeldet, obwohl ich das gar nicht wollte. Und er hat mich nicht mal gefragt. Dein Vater hat dich einfach in den Sportverein angemeldet? Ja. Warum hat er das denn gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Und was macht das mit dir? Hast du keine Lust auf Sport, oder? Ja. Und die Sportart ist auch blöd. Hast du dich da übergangen gefühlt von deinem Vater? Ja. Das hat dich verletzt. Jetzt schau mal auf Ilja, schau mal. Ist das der Grund, warum du dann deine Wut, die du im Grunde auch hast, auf Ilja übertragen hast und den gezankt hast immer? Ja. Hast du denn schon mal versucht, mit deinem Vater zu sprechen? Mhm. Mhm. Guck mal, wenn du den Ilja jetzt anschaust, ne? Wie ist das denn dann? Ich fühle mich irgendwie blöd. Das heißt? Ich sollte mich entschuldigen. Hm. Magst du zu Ilja rübergehen? Ja. Entschuldigung, Ilja, dass ich dich geärgert habe. Es hat gar nicht so wirklich mit euch was zu tun, ne? Kannst du die Entschuldigung nehmen? Mhm. Ja? Hm? Danke. Okay. Ja, am Ende des Tages hat sich gezeigt, dass die Thematik im Grunde, die emotionale, sowohl bei Ilja als auch bei Otis, ne, Aggression und Regression, sagen wir das in der Pädagogik, eher in der Familie, im System zu finden ist. Und hier leider auch punktgenau bei den Vätern, die beide interessanterweise mit ihrem Verhalten und ihrem Druck gegenüber ihren Söhnen dafür gesorgt haben, dass sie gar nicht mehr wussten, wohin mit ihrer, ja, mit ihrer Bedrängnis und ihrer Angst und Energie und ihrer Wut, ja, dass Otis das gegen Ilja gerichtet hat und Ilja letztlich das gegen sich gerichtet hat. Das mit dem Sportverein, wie gesagt, das sollte eine gute Überraschung sein. Mhm. Aber tut mir leid, dass das jetzt so... Aber Otis fühlt sich durch diese Überraschung übergangen. Ich verstehe. Ich verstehe. Und auch nicht gesehen von das Ihnen. Das war nicht meine Absicht. Mhm. Hörst du das? Otis. Kannst du deinem Vater sagen, wie es dir so damit geht? Ja. Also ich fühle mich echt blöd, weil du mich nicht mal gefragt hast. Komm her. Komm her, Ilja. Das war nicht so gedacht, okay? Ja. Vater Magnus hatte gehofft, dass der Sport Otis hilft, neue Freunde zu finden und weniger Zeit am Computer zu verbringen.
Jetzt hat der 40-Jährige versprochen, auf die Wünsche seines Sohnes einzugehen und ihn bei der Wahl eines neuen Hobbys zu unterstützen. Ich bin wirklich froh, auch dass die zwei sich jetzt wieder gut verstehen. Ja. Mir fällt da echt ein Stein vom Herzen. Und dass sie so ein bisschen auch ein Stück noch ein Auge drauf halten und die Kinder auch daran unterstützen, dass sie miteinander reden, wenn, ne? Ja? Und wenn was ist, dann können sie ja gerne immer noch Kontakt aufnehmen, ne? Otis hat inzwischen den Kampfsport für sich entdeckt und geht zweimal wöchentlich zum Training. Seit die beiden Jungs respektvoll miteinander umgehen, ist Ilja genauso gerne draußen wie früher. Die Eltern des 10-Jährigen haben gelernt, ihrem Sohn mehr Freiheiten zu geben. Der Schüler hat kurz darauf das Interesse an den Puppen verloren und sie seiner Cousine zurückgegeben.